Guten Morgen und herzlich willkommen zu den Games-Welt-Nachrichten. Ich bin der Pirmin, schön, dass ihr hier am Wochenstart mit dabei seid. Ich hoffe, die vier Themen, die ich rausgesucht habe, gefallen euch und versüßen euch so ein bisschen den Montagabend. Battlefield 2042, neuer Spielmodus wurde direkt wieder deaktiviert. Gran Turismo 7, Downloadgröße und Preload-Start bekannt. Watch Dogs Legion bekommt keine neuen Updates mehr. Und From Software musste alle Dark Souls Server herunterfahren. Wenn ihr auch diese Woche keine News verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. Eieiei, Battlefield, was ist nur mit dir los? Wer gedacht hätte, ich könnte jetzt endlich mal was Positives über Battlefield 2042 berichten, ja, den muss ich leider mal wieder enttäuschen. Der neue Spielmodus, Zombie Survival, musste direkt einen Tag nach Veröffentlichung zurückgezogen werden. Grund war allerdings nicht, dass er verbuggt, angebalanced oder einfach unspielbar war, nein, sondern dass der neue Spielmodus einfach zu einfach war. So konnte man innerhalb kürzester Zeit massig XP verdienen, was andere Spielmodi und die Balance im Fortschrittssystem obsolet machte. Nun wird nicht nur der neue Spielmodus überarbeitet, sondern auch die internen Testprozeduren angepasst. Für alle Motorsportfreunde kann es nicht mehr kurz genug dauern, bis Gran Turismo 7 erscheint. Die verbliebene Zeit bis zum Release solltet ihr allerdings noch nutzen. Und zwar um genügend Speicherplatz auf eurer Konsole freizuräumen. Laut dem PlayStation Store benötigt das Rennspiel mindestens 110 GB, das ist schon eine Menge. Immerhin bekommt ihr genügend Zeit, den Titel herunterzuladen. Der Preload startet nämlich schon am 25. Februar. Gran Turismo 7 erscheint am 4. März exklusiv für PlayStation 4 und 5. Und ja, zwar gibt es hier und da auch das ein oder andere Gerücht bezüglich einer PC-Fassung, offiziell ist allerdings noch nichts bekannt. Es hat sich ausgehackt in Watch Dogs Legion. Wie Ubisoft nun bekannt gab, werden dem Open-World-Titel in Zukunft keine neuen Updates mehr spendiert. Damit bleibt das Titel-Update 5.6 das letzte. Klingt aber erstmal dramatischer als es ist. Season 5 ist gerade erst frisch gestartet und bringt euch nochmal neue Inhalte mit. Und auch nach dem Ende von Season 5 geht es weiter. Nach Season 5 laufen die Seasons 3, 4 und 5 in einer Rotation, also so ähnlich wie in The Division 2. So bekommt ihr die Möglichkeit, alle Belohnungen abzugreifen, solltet ihr noch welche verpasst haben. Nicht nur bei Battlefield läuft es nicht rund, sondern auch Dark Souls hatte mit einem Problem zu kämpfen. From Software und Bandai Namco mussten alle Online-Server herunterfahren. Betroffen waren davon Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 und Dark Souls 3. Eine offizielle Begründung gab es nicht, allerdings war schnell auf Reddit das Problem publik geworden. Dahinter steckte offenbar ein sogenannter Remote Code Execution Exploit, was Hackern die Kontrolle über fremde PCs ermöglicht. Konsolenspieler hingegen waren davon nicht betroffen. Hoffen wir mal, dass der Exploit nicht auch in Elden Ring zum Vorschein kommt. Der Chimera-Parasit ist wieder aufgetaucht. Aber dieses Mal hat Rainbow Six eine separate Einheit eingeteilt, die sich dieser neuen Bedrohung widmet. React. Ich mache mir Sorgen, wie sie sich weiterentwickeln. Wir müssen uns schleunigst anpassen. Ich dachte, wir hätten einen Vorsprung. Aber ich lag falsch. Das war's schon wieder mit den Gameswelt-Nachrichten heute zum Wochenauftakt. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Habt vielleicht doch die neueste Folge InsideCoin geschaut? Dann hören wir uns morgen wieder pünktlich um 19 Uhr. Ciao!